Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei die Gilde 3. So, wir sind vor Gericht. Mal gucken. Taschendiebstahl. Für diese Verbrechen erwarte das Gericht wird nun gerichtet. Wie bekennt ihr euch? Jemand hat euch beleidigt. Nachdem nun alle Beweise vorgetragen schuldig. Wurden, kommen wir jetzt 560 Bußgeld. Ja, das ist okay, damit kann ich leben. Das Gericht erklärt schuldig. Hiermit ist die Sitzung geschlossen. Damit kann ich leben. So, verlass mal das Rathaus. So, wir wollen Patrizia ausbauen, haben wir gesagt. Am besten direkt in der Nähe vom Rathaus, wa? Gebäude bauen? Patrizia aus, nehmen wir mal das hier, das sieht dann... Mein Heim! Jemand nee. Hat euch beleidigt. Also ein Top... Ja. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Bestätigen. Komm, setzen wir uns gleich direkt hinter das Rathaus. 12.000. Ganz schön teuer, aber egal. So, Jawohl. Dann machen wir mit ihm noch ein bisschen Taschendiebstahl, würde ich sagen. Huh? Erdäpfel? Was sind Erdäpfel? Kann man die essen? Ich habe nämlich ziemlich Hunger. Ja. Schauen wir uns mal an, was hier... Also wurden vorgelegt, gibt es denn sowas? Hiermit ist die Sitzung ich und Taschendiebstahl niemals. Kann nicht sein. Ihr werdet geachtet. Immer ein Beeinflussen der öffentlichen Meinung, minus 24. Keine Ahnung, warum uns das angezeigt wird. Ja, neue Beweise. Na gut, komm, ist egal. Warum muss ich unbedingt anschauen? Vielleicht du bist zu langsam? Selbstverständlich. Fehlschlag, echt jetzt? Ich eile. Wird erledigt. Hugo. Ich muss aber irgendwie ein bisschen versuchen zu überblicken, wo hier denn Wächter und so rumlaufen. 89%, also endlich wieder was zu tun. Erfolgreich, nur 87 Münzen. 87 Münzen ist nicht so viel. Ein Amt ist unbesetzt. Bewerben. Ist was? Weißt du was? Lass das mal hier Rosamunde machen. Betty? Oh nee. Silvia. Ich bin gerade beschäftigt. Betty. Selbstverständlich. Quatsch. Du kannst deinen Aufgaben weiter nachgehen. Jetzt nicht. Was ist? Den rauben wir aus. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir. Ich heile. Hier, das war auch eine ziemlich lukrative Ecke mit unserem Erben. Selbstverständlich. Fehlschlag. Du bist nicht so gut da drin, kann das sein? Ah, wie ärgerlich. Ja. Ein neues Gebäude wurde errichtet. 33. Oh, neues Gebäude wurde errichtet. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, geben wir mal nach Asantopia 1. Bergen anheuern. Wohnsitz verlegen. Gebäude reparieren. Gebäude abreißen. Lass uns das doch mal tauschen. Also mal versuchen zu tauschen. Wir kommen einfach nicht hier in die richtige Spalte rein, muss ich sagen. Spielmannszelt brauchen wir alles nicht. Räuberlager? Ui. Söldnerquartier. Drei Beweise. Na ja, gut, komm, das interessiert uns nicht. Achso, den kann ich, glaube ich, keine Klage einreichen.
Achso, ich kann nicht mehr Klage einreichen. Ich würde das Lachen noch vergehen. Deal schließen. Du bekommst Asantopia. Ich hab euch nichts zu sagen. Dafür heiratet dein Erbe bei uns in die Familie rein. Und die Fehde wird beendet. Anliegen. Die Abmachung wurde nicht angenommen. Oh, schade. Egal. Wir können aber bei den Verbündeten nochmal gucken. Vielleicht gibt's da ja irgendwas, was wir brauchen könnten. Söldnerquartier, das will ich eigentlich alles gar nicht. Was hast du denn? Krankenhaus, Lagerscheune, Laboratorium, Podest, Krankenhaus, Steinbruch. Oh. Pachtmenü. Im Bieterkampf teilnehmen. Mindestgebot 1550. Nee, danke. Kein Interesse. Wisst ihr was? Reißen wir einfach ab. Abreißen. Nein. Moment, was haben wir hier im Lager drin? Robuste Gewandung, nichts Besonderes. Komm, können wir abreißen, ist egal. Abreißen, dafür bekommen wir 2250. So, alle Angestellten sind automatisch entlassen. Und dafür gehen wir in unser neues Patrizierhaus rein. So, Arbeiter einstellen. Ich bin gerade beschäftigt. Bestätigen. Hier bin ich. Bestätigen. Ich bin zur Stelle. Bestätigen. Egoistisch und diplomatisch, nö. Das ist nur rechtschaffend. Aber es bringt uns natürlich Einfluss. Also machen wir das trotzdem, auch wenn es rechtschaffend ist. Bestätigen. Das bringt uns auch Einfluss, also müssen wir es leider auch machen. Rechtschaffend, egoistisch und aggressiv. Wenigstens egoistisch und aggressiv. Wachen ablenken ist listig, sehr schön. Das ist nur großzügig, das machen wir nicht. Das ist auch nur großzügig, machen wir auch nicht. Rechtschaffend, egoistisch und diplomatisch. Nee, lassen wir mal aus. Aber mit Steinen werfen für die Kinders. Beim Nachbarn entschuldigen machen wir mal nicht. Bringt uns auch nur EP. Öffentlichkeitsarbeit. Der Pöbel, die Rechtschaffenen. Achso, nee. Burgknechte anspornen. Anderen etwas vorlesen. Bringt nur EP. Ist nichts davon, dann können wir das auch mal bestätigen, automatisch. So, das bringt uns Angriffskraft, Verteidigung, Schaden, also nichts Besonderes. Aber hier die Ratsherrenkette würde uns was bringen, und zwar ein Ansehensbonus. Ich weiß jetzt natürlich noch immer nicht, wie man Intrigen schmieden kann. Keine Ahnung. Schade, dass das Wohnhaus nicht irgendwie mit Ansehensbonus belegt werden kann. Moment, wir haben jetzt ein Patrizierhaus. Können wir jetzt vielleicht hier im Menü Intrigen schmieden? Öffentlichkeitsarbeit, Bürokratie schmieren, Pamphlete, Bestechen und sowas. Da nicht. Da auch nicht. Handelsreise, Fernreise. Hier Training brauchen wir nicht. Kloster eintreten brauchen wir auch nicht. Und nur Liebschaften. Rumschmuggeln? Nö. Taverne und sowas, ein Bad nehmen. Ah, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt echt blöd. Ich dachte, wir könnten jetzt hier vielleicht Intrigen schmieden. Oder geht das jetzt über einen Diplomatiebaum? Hier mit denen zum Beispiel. Manzen geil sind Beliebtheit.
Sieht nicht gut aus. Können wir noch eine Klage einreichen? Ne, leider nicht. Gut, das geht nicht. Dann müssen wir uns halt drauf konzentrieren, wie wir unsere Werte hier für die Diebesgilde hochkriegen. Listig, egoistisch, aggressiv. Moment, wir können doch bestimmt hier auch was Neues freischalten, ne? Ist Patricia? Nee, Tatsache nicht. Tatsächlich nicht. Dafür brauchen wir Junker. Junker. Das heißt, die nächste Sache schalten wir erst als Junker frei. Wir könnten hier nur weiter freischalten. Bonus beim Falschen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Widerstandskraft wäre nicht schlecht. Dunkle Künste machen wir nicht. Aufmerksamkeit. Bestätigen. Widerstandskraft bestätigen. So, dann fehlen uns hier noch 500, dann können wir da weitermachen. Entschuldigung. Oh, da war ein Schnitt drin. Ich habe gerade einen Hustenanfall gekriegt. Den ersten habt ihr auch mitgekriegt. Ich versuche den mal rauszuschneiden. Ich habe noch Tränen in den Augen. So, wir können leider nicht das machen, was ich wollte. Und zwar Intrigen schmieden. Oh, ist das ärgerlich. Was kann man hier eigentlich machen? Stadtschergen. Und das sind eben die Amtsträger darin sind, kann man Ordnungshüter unterstellt. Antrag zur Änderung der Stadtgesetze, Fängestrafe, Stadtwache wegschicken. Angriff aus dem Hinterhalt wäre eigentlich voll was für mich. Bewerben. Überlegen. Sie bewirbt sich schon auf dem Amt. Ja. Na komm, bewerb du dich mal da. Oh, da können wir uns auch bewerben. Ah, Mist, dann müssen wir erst ein Amt innehaben. Okay. Schade. Taschendiebstahl. Ach so, ich bin Ankläger und erwarte ich natürlich ein hartes Urteil. Und da erwarte ich auch ein hartes Urteil. Ja. Das heißt, du kannst auf jeden Fall da ins Rathaus gehen. Ich jetzt nicht, bitte. Und du musst mal abbrechen. Mit dir machen wir dann wieder normalen Taschendiebstahl. Hallo. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Ah, ich jetzt. Aber gerne doch. Zack. Taschendiebstahl. Ja. Konkurrenz. 58, na immerhin. Selbstverständlich. Ein normaler Dieb, den lassen wir auch mal in Ruhe, oder? Ich eile. Wo bin ich denn hier? In welchem Stadtteil? Wo wir vorher unsere Hütte hatten? Wo noch immer unsere Diebesgilde ist? Tatsache. Oder Diebeshaus, nicht Diebesgilde, Entschuldigung. Gut, das ist dann aber mal relativ uninteressant hier. Wir wollen dahin, wo es lukrativ ist. Sicher. Geht hier oben erst los. Das Gericht tritt heute zusammen, um über die folgende Klage zu entscheiden. Ach so, ja, mal gucken, Dirk. Zunächst wird das Gericht den Kläger zu Wort kommen lassen. Drei Beweise. Wie bekennt ihr euch? Ich bekenne mich schuldig. Oh, ich habe mich schuldig bekannt. Nachdem nun alle Beweise vorgetragen wurden, kommen wir jetzt zu Minus 66 Ansehen. Das Gericht erklärt schuldig. Hiermit ist die Sitzung geschlossen. Euer Ansehen hat sich verschlechtert. Ja, weiß ich. Habe ich mir fast gedacht, nachdem ich bin gerade beschäftigt. Bestraft wurde mit Ansehensuntersetzung. Ja. Eine Stadtwache in der Nähe, das hört sich gut an. Taschendiebstahl. Oh Gott, der ist schon zu weit weg. Oh, guck mal, die ist direkt nebenan. 86%. 300, sehr schön. Sicher. Wer kommt uns da denn entgegen? Ich eile. Winkelmann, die lassen wir mal in Ruhe. Gut. Ja, warum nicht? Das geht schnell.
Ah, Mist, wie ich lang. Jawohl. Ich eile. Das geht schnell. Tülü. Wird erledigt. Das sind die. Sicher. Stadtwachen, die lassen wir mal in Ruhe. Das funktioniert ja meist nicht so gut. Erfahrungsgemäß. Ich eile. Mist, erwischt. Wird erledigt. Lässt du mich in Ruhe oder kommst du hinterher? Da kommst du hinterher, natürlich. Oh, meine Schergen ist ja auch da. Sollten wir also schaffen. Ja? Achso, das dauert immer so lange, ne? Ach nee, schon zu Ende, sehr schön. So, dann machen wir es halt so. 1,50, na immerhin. Gut. 2,50 Münzen. Ja, das hat sich ja mal so gar nicht gelohnt. Ja. Oh, der kommt uns gerade gelegen. Das ist Konkurrenz, den können wir natürlich beklauen. Jawohl. Erfolgreich, 2 Münzen, ja. Yay. Kämpferin? Die Werte Sieglinde? Sicher. Ach komm, lass in Ruhe. Gut. Das ist hier gerade ein bisschen zu viel auf einmal. Mal, da ist noch jemand, da könnte sich das auch lohnen. Ich 87%. Eine Gerichtsverhandlung Perfekt, ja. 350, sehr schön. Und wieder eine Gerichtsverhandlung? Auch wieder gegen unsere Leute, ja? Mein Kram. Ich ist was? Wird erledigt. Wird erledigt. Gerichtsverfahren. Kandidaturen, die sind erst im nächsten Jahr. Fritz Spielmann. So, das ist wieder Konkurrenz, ne? Ah, ist das ärgerlich. Jawohl. Will nicht immer Konkurrenz beklauen. Ich bin sowieso schon nicht so gut im Ansehen. Ich möchte jetzt eigentlich nur der Diebesgilde irgendwie beitreten, auch wenn ich nicht genau weiß, wie das funktioniert. Und dann eigentlich wieder automatisch laufen lassen. Ist nur leider gar nicht so einfach alles. Gut. Das geht schnell. 199. Ist sogar gelohnt. Ja. Stufenaufstieg bei einem Familienmitglied. Stufenaufstieg. So, dann machen wir Geschick. Und nochmal Geschick. Vermute jetzt mal, dass Geschick auch was mit Taschendiebstahl zu tun hat. Ich eile. Oh, was will denn der? Selbstverständlich. Stadtsprecher. Selbstverständlich. Der war zu verkünden, irgendwas Dolles. Gut. Stadtschreier, keine Ahnung. Der hat irgendwie immer ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich vermute jetzt einfach mal nichts, weil ich kann ja nicht interagieren so richtig. Ja. So, dann stell dich mal. Möchte ich auch gar nicht mit ihm sprechen. So. Das ist ein Diebstahl. Warten, bis der Stadtgardist vorbei ist. Da kommt schon wieder einer. Neue Beweise wurden vorgelegt. Ein Angestellter ist betrunken. Ein Angestellter ist betrunken? Am besten vor Gericht besoffen, ja. Burkhardt. Oh, die könnte lukrativ sein. Oh, Knochenhauer, das ist wieder... Nee, was doch nicht. Es? Doch keine Konkurrenz. Habe ich schon mehrfach ausgeraubt, glaube ich. Ja. Alarmiert, 116. Und Rindfleisch. Was tun jetzt eigentlich alles im Inventar? Live-Ziegel, Rindfleisch, okay. Ich bin zur Stelle. Tülü, nee, hier war's. Taschendiebstahl. Detail. Oh, nur 13. Das ist ja gar nicht gelohnt. Ehrenhandelsberichte. Ich würde gerne mal wieder was über die Diebesgilde hören. Was gibt es?
Aber es bringt mir auch nichts, solange die Attribute hier nicht sind, ne? Ich weiß auch, wie gesagt, nicht, wie ich die da hinkriegen soll. Ich mache ja schon alles hier, Taschendiebstahl, das ist ja alles listig, egoistisch, aggressiv, aber irgendwie bin ich nicht im Bewerbungsbereich. Noch ein Amt ist unbesetzt. Da haben wir uns schon überall drauf beworben, gut. Nun, jemand hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Wohl nicht. Wohl der Kram. Oh, Stadtgardist. Lass uns mal lieber sein. Tütülü. So, da ist der Gardist leider noch zu nah dran. Klaus, der sieht nicht besonders reich aus, aber 88% ist eine super Chance. Ich eile. 162, Mensch. Landsknecht, lassen wir in Ruhe. Espenlaub. Der Werner. Wen haben wir noch? Das lohnt, glaube ich, nicht. Gerichtsverhandlung beginnt. Ruhe, bitte! Warum ist er eigentlich noch hier? Das Gericht tritt heute zusammen, um über die folgende Klage zu entscheiden. Kommen wir zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Hier sein? Ah, doch, hier unten. Aber erst 1426. Ich bin dafür. So kann er doch eigentlich arbeiten gehen, oder? Zunächst wird das Gericht den Kläger zu Wort kommen lassen. Ich bringe für diese Verbrechen ein Beweisgebäude erobern. Wie bekennt ihr euch? Ich bin unschuldig. Nachdem nun alle Beweise vorgetragen wurden, kommt schuldig. Das Gericht erklärt sie schuldig. Hiermit ist die Sitzung geschlossen. So, irgendwo war noch eine Abstimmung. Ach, da. War nichts, was uns wirklich betrifft, ne? Ohne Fleiß, kein Preis. Jo. Taschendiebstahl. Wer ist unser nächstes Opfer? Ich möchte mehr Zeit damit verbringen. Nachdem der Stadtgardist vorbei ist. Guck mal, das sieht lukrativ aus. Aber es ist wieder Konkurrenz. Möchte ich wieder nicht machen. Vielleicht. Das geht schnell. Oh, waren nur 77%. Hat zum Glück geklappt. Jawohl. 80%. Oh, ich wurde erwischt. Den Gardisten habe ich gar nicht gesehen. Oder sagen, hilf mir. Tü-tü-lü. Moment, Taschendiebstahl, du. Das geht schnell. Was ist? Und du kannst es mal ausrauben. Sicher. Das schlägt immer fehl, kann das sein? Ah doch, das war jetzt erfolgreich. Sehr schön. So, jetzt müssen wir auch mal warten. Entweder bis der weggeht oder wir suchen uns eine andere Stelle. Komm, wir suchen uns mal eine andere Stelle. Wir können ja nicht immer auf der gleichen Stelle bleiben. Ganz schön viele Gardisten hier unterwegs, oder? Nervt ein bisschen. Oh, ich sehe gerade, die Folge hat auch schon wieder Überlänge. Ach, so ein Mist. Die Zeit vergeht hier bei dem Spiel. Das ist unglaubbar. Macht die ein Würfelspiel mit dem Gardisten? Das ist aber mutig. Ich eile, sicher. Gut, Leute. Wir schicken ihn mal zum Heilen. Das habe ich gerade nicht gesehen. Kommen hier gleich ins Krankenhaus. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.